Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Arbeit-Runde. Project Ozone 2, Kappa Mode. So, ich habe noch ein bisschen was an den Mob-Farm hier verändert. Einmal, ich habe hier noch ein paar Guckfenster reingeschaut und noch mal ein bisschen designmäßig angepasst. Also, man kann es auch hier schön reinschauen. Da habe ich schon eine schöne Säule. Da sieht man auch das Ezra-Portal ein bisschen. Aber naja, passiert. Dann hier, ja. Ich glaube, die XP sind eigentlich auch sowas von scheißegal, aber ich habe hier nochmal die Conveyables ausgetauscht. Halt, weil die ein bisschen das verhindern sollen. Und naja, wir kommen extrem gut voran. Ich will mal kurz gucken, ob hier noch was gespawnt ist. Ja, eine Kuh mit etwas... Ui, ein paar Kühe. Aerophium, perfekt. Davon brauchen wir jetzt noch eine. Aber das sieht eher schlecht aus. Silber brauchen wir nicht. Anti-Venom haben wir keinen Bedarf. Gold haben wir genug. Cryophium können wir craften. Anti-Venom gehen wir weg damit. Ein Schwein. Firewater dürften wir eigentlich nicht benötigen. Zack. Habe ich keinen Eimer bei mir? Doch. Hi. Tschüss. Und hier haben wir noch Sear Stone und Lava. Also wir kriegen in letzter Zeit auch verdammt viele Mob Souls. Haben wir das Glück? Kriegen nochmal Aerophium. Beetlejuice. Pyrophium. Adamantine. Energize Cluster. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Brauchen wir nicht. Gut. Ja, das Schwert ist ein bisschen hammerhart. So. Einmal Inventar freiräumen. Das kann da rein. Die packe ich jetzt auch einmal hier rein. So. Was werden wir heute machen? Erst einmal zeige ich mal die Mob Souls. 3300 für Slime und 543 für Villager. Ja, kann man mal machen. Da geht aber noch was. So, ich möchte jetzt einmal Draconicors. 8 Stück machen. Sehr schön. Und dann machen wir daraus 2 Wyvern-Cores. Nether Stars haben wir genug. Wir haben 7000, sagen wir mal. So, warum will ich jetzt 2 Wyvern-Cores haben und fliege zur Mob-Farm? Wir können die noch ein bisschen upgraden, die Spawner. Und genau das habe ich auch vor. So. Inwiefern können wir die upgraden? Wir können mit einem Wyvern-Core die auf Tier 2 upgraden. Das heißt, es spawnt jetzt schneller und auch mehr. Machen hier mal gerade zu. Perfekt. Vorher sind immer 4 Villager. Ja, aber man sieht schon, es spawnt eindeutig mehr. Ja, schaut euch das mal an. Es ist so geil. Jetzt haben wir richtig Erfolg. So. Gehen wir mal weg. Volllaufen kann die zwar schon, aber es ist eigentlich so dick abgesichert. Da kann eigentlich nichts passieren. So, schauen wir jetzt mal bei den Souls rein. Ja, das steigt ganz gut. So, was haben wir noch vor? Ich würde jetzt gerne mal gucken wegen einem Digital Miner. Teleportation Kurs, da brauchen wir Glowstone Ingots. Das heißt, wir brauchen einen Osmium Kompressor. Okay, jetzt wird es also Zeit, dass wir die PSCs machen. Das machen wir wann anders, da habe ich heute gerade echt keinen Bock drauf. Ich weiß, was wir mal machen können.
Damit wir mal wieder im Bereich Quests ein bisschen weitermachen, machen wir mal kurz einen Redstone Furnace. Zack. Brick? Habe ich nicht? Okay. Clay. So. Und jetzt. Zack. Haben wir. Und jetzt sollte sich unter Delta so einiges abgeschlossen haben. Jawohl. Dann würde ich sagen, was haben wir hier noch so offen? Stimmt, Demon Steel. Hatte ich auch etwas vorbereitet. 300 of the first. Das heißt, wir können den hier jetzt machen. Den machen. Den. Den können wir machen. Und den hier, Demon Steel of the Sixth Magnitude. Die will ich auf jeden Fall auch abholen, die Quest, weil da kriegen wir richtig dicke Lootbags heraus. 50, 50, 50, das ist schon mal sehr nice. Habe ich mal einen Scheißdreck gebracht. Das auch. Das auch, herzlichen Glückwunsch. Ja gut. Dann gucken wir mal weiter, was noch so offen ist. Zeta, ja gut. Könnten wir mal weitermachen. Eta ist auch so etwas, was ich mittlerweile auch schon noch offscreen machen würde. Feta auch eigentlich. Jota müssten wir mal weitermachen. Wir könnten einen Reaktor machen, aber das würde ich aufheben. Wir könnten uns langsam gegen Kappa bewegen. Wegen dem Philosopher Stone. Ich würde sagen, das ist unser nächstes Ziel. Das aber erfordert Extreme Crafting. Ja. Meine Damen und Herren, es fängt an. So, erst einmal, Extreme Crafting erfordert den Dire Crafting Table. So, dafür braucht man Double Compass Crafting Table, Crystal Matrix Ingots, Awakened Core und einen MME Controller. Die drei können wir machen, wir brauchen nur noch den Awakened Core. So. Das heißt, wir brauchen einen Resurrection Stone. Das sind 16 Stück. Dann würde ich sagen, machen wir 64. Dann können wir den Drachen viermal wiederbeleben. So. 16 Stück. Und dann hier, genau das habe ich befürchtet. Wir wollen diese Mob Souls verwenden. 4 Stück. Dann brauchen wir die und noch einmal 4 hiervon. Jetzt bitte nicht. Ah. Ich hatte schon die Befürchtung, ich hatte ja gestern noch, nachdem ich aufgenommen hatte, hatten wir ein paar Probleme mit dem Internet noch gehabt. Weil da so eine Störung durch NetCologne war, aber naja, passiert. Wir brauchen Quartz Pillars. Dann nehme ich einfach mal 2 Stacks mit. Wir brauchen Glowstone und Obsidian. So, dann haben wir Endstone, haben wir? Das können wir noch machen. Enhanced. Machen wir hiervon einen. Brauchen nochmal 4 Draconicors. Den würde ich nämlich echt gerne machen, den Enhanced Charm of Dislocation.
Weil der ist richtig, richtig geil. So, dann nehme ich mir jetzt einfach mal so ein Stack Enderperlen raus. Sehr schön. Add New. Base. Komm mit. Da können wir es einfach mal hier so machen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Zack, bin wieder da. Wir haben ein Fuel verbraucht. Dann muss man nicht immer so rumlaufen. Ist auch, glaube ich, für die, ne, für Dingens hier gut zu haben. Halt, wenn wir mal Gäste bekommen sollten. Haben wir jetzt hier die Möglichkeiten. Aber naja. So, wir kümmern uns jetzt erst einmal. Alter. Du willst Beef, oder? Hier. Guck mal hier. Ich töte dich sogar gleich nochmal. Und nochmal. Alter. What the fuck? Okay, das wird zu lang. Langsam zu blöd. Was haben wir momentan für Glück mit den Enderman? Also generell mit dem Mobs. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Zack. So. Ah, halt. Lock. Hätten wir gleich noch einen Teleporter hinmachen können. Einen Teleportpunkt. Aber naja. Ich bin heute ein bisschen doofi. So, hier sind noch die Überreste vom Ritual. Okay, wir brauchen jetzt hier in der Mitte den Resurrection Stone. Glowstone an Ecken. Ich hoffe, ich mache das jetzt noch richtig. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. 1, 2. 1. 1, 2. 1. 1, 2. 1. 1, 2, 1. So, ich fürchte, jetzt mache ich das falsch. Oder habe ich schon links falsch gemacht und versuche es jetzt komplett. So. Und. Wir haben es versaut. Okay. Haben wir das hiermit versaut? Es gibt nicht wirklich viel, was man hier versauen kann. Machen wir dann mal hier. Nein. Ist es nicht euer Ernst? Warum sind das jetzt der Connect-Blöcke? Okay, dann. Mache ich hier mal ganz kurz so. Gehe halt kurz zurück. Ich hatte echt gedacht, dass ich das noch aus dem Kopf kann. Aber naja, damit wir eben doch das Infotablet machen. Da will man einmal klug wirken und dann das wirklich nicht klug. Machen wir mal den hier. Zack. Ende. Wo haben wir das? So. Glowstone Obsidian. Glowstone in den Ecken und hier. So. Ich habe ja echt verkackt, was ich verkacken konnte, ne? Richtig aufdringlich hier. Sind die Viecher momentan so dauergeil auf mich? So, hier nehme ich irgendwann mal mit, ganz bestimmt. Aber wenigstens habe ich das in der Mitte richtig gemacht, aber danach versaubeutelt. So. Ja.
Okay. Das waren jetzt die unten. Genau. Die oben. Und dann die hier einmal tauschen. Jo. Wir reißen hier einfach mal alles ab. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt. Sehr schön. Jetzt startet dann das Ritual. Wurde auch hier in dem Modpack beschleunigt. Was jetzt haben wir? Oh, die Erfahrung können wir uns noch gönnen. So. Dann, wie viel Zeit haben wir noch? Das können wir nochmal dreimal machen. Halt, das ist etwas, was wir wirklich noch in Mengen brauchen. Awakened Draconium. So. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3 und 4. Come back to me. Du wirst hier drauf platziert. Du hier drauf. Und hier drauf. So. Den möchte ich eher weniger gerade drin haben. Ich habe jetzt nicht ernsthaft schon wieder was verkackt. Oh Gott. Ich merke schon, das ist heute meine Aufnahme. Sind die auch wieder uncharged. Komm. Base. Kurz nochmal aufladen. So, das Obsidian kann weg. Das 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 brauche ich auch gerade nicht. And so. Und jetzt noch einmal. Eins. Oh Junge. Geht mir doch heute nicht so sehr auf die Eier. Geht doch. Meins. Und wir machen jetzt wieder weiter. So, eins. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. Eins. 1, 2. Dir, 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 dir. Charged, 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 charged. Glowstone, 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 Glowstone. Resurrection Stone. Und neuer Enderdrache. Sehr schön. Spawnkill. Fucking Spawncamper. So, und jetzt
Zu guter Letzt. Einmal kurz, mal kurz ein bisschen Erfahrung gönnen. Level 100. Oh, da können wir viel skillen. Kappa. So. Ich wollte schon gerade sagen, wo sind meine Charge für Kondium-Blöcke hin? Eins, zwei. So, die letzte Runde. Und dann machen wir in der nächsten Runde die Awakened Kurs und den Extreme Crafting Table. Das heißt, ich darf schon mal einen ME-Controller vorbereiten. Und ich werde dann jetzt auch schon mal, ich glaube, das Verwenden durch Kondium werde ich dann sogar. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Mir fehlt jetzt gerade ein Drachenherz. Ein Drachenherz fehlt gerade. Ich meine, ich habe aber gerade eben in der Aufnahme gesehen, also gerade, dass das hier kurz verschwunden ist. Oh, da sind ein paar Dracheneier. Ja gut, ne? Habe ich jetzt irgendeins hier vergessen aufzuheben? Ne, das einzige despawned. Ja gut, dann mache ich eben noch einen Offscreen. Ja, ich meine, das würde ich mir so nicht cheaten, das ist jetzt halt einfach so eine Sache. Ja gut, es passiert dann schon mal, auch wenn ich die Drachen jetzt getötet habe. Bitte. Das kostet uns ja nichts. Nee, warte mal, Quatsch. Ich bin blöd, vergiss das. Manchmal bin ich mich einfach wegen meiner eigenen Dummheit verhauen. Ja, ich weiß es, ich habe es gerade wieder daran erinnert. Ich habe einen. Ja, da schon hier reingehauen. Gut, dann lade ich mal die Draconian-Blöcke auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wie wir dann Awakened Draconian machen und unter anderem den Extreme Crafting Table. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.